und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute ist Mittwoch und heute habe ich mal wieder ein Thema im Gepäck und einen Hasen, der versucht eine Tür zu öffnen. Und da hat er es aufgekriegt. Ja, der Kleine gibt sich Mühe, es tut mir leid. Ich habe ihn jetzt so lange ich konnte aufgehalten. Doch, ich lasse mich nicht daran stören, dir beim Pipi machen zuzugucken oder anderen, egal wem. Das ist Leos Lebensmotto. Ich will jetzt echt nichts sagen, aber da soll noch einer mir sagen, ich würde nicht die Grenzen der individuellen Distanzen akzeptieren. Gut, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Entschuldigt, das war ein Tag. Heute soll es um das Thema Veränderungen und zwar bei Personen gehen und wie ich damit umgehe meistens. Und ich möchte an dieser Stelle mal gleich ein Vorwegnehmen. Ich gehe auf die ganz schlechte Art damit um und ich bin auch irgendwie in diesem Punkt total feige. Und ja, gut. Also, wenn jemand in meinem Umfeld irgendwie für, ja, man kann auch mal gerne das Nest kaputt aggro. Ja, soll. Wenn jemand in meinem Umfeld für irgendeine Veränderung verantwortlich ist, entschuldigt, den muss man ganz kurz hochlupfen. Und nochmal. Und jetzt gehen wir in die andere Ecke, damit Mami drehen kann. Entschuldigt. Ja, wenn ich irgendwen in meinem Umfeld habe, der eine größere Veränderung in mein Leben bringt oder ja, in sein Leben bringt oder wie auch immer, dann habe ich erstmal den totalen egoistischen Moment, nämlich den, dass ich denke, ich denke ja nicht daran, dass der andere ja auch damit beschäftigt ist, was das für eine Veränderung für ihn bedeutet oder dass das ein großer Schritt für ihn ist, sondern für mich ist dann der erste Moment, was heißt das jetzt eigentlich für mich? Denkt er überhaupt an mich in diesem Moment? Glaubst du, ich finde das jetzt lustig, dass der das jetzt macht und nicht an mich denkt? Ein Beispiel dafür ist, als meine große Schwester hier eingezogen ist, war es die erste Veränderung. Und ich war, ehrlich gesagt, wie der angepisste Löwe. Ich habe die ganze Zeit erstmal nur rumgefaucht. Ja, und dann irgendwann nach ein paar Jahren ist sie dann wieder ausgezogen und dann war ich richtig pisset, weil dann habe ich mir gedacht, wieso muss ich damit jetzt leben, dass sie jetzt auszieht? Und das heißt ja dann jeden Tag eine Veränderung für mich, weil das meinen Alltag wieder durcheinander bringt. Oder damals, als wir dann uns den Hund zugelegt haben, was übrigens meine Idee war, was ich aber bis heute irgendwie immer noch so ein bisschen leicht bereue, aber das wollen wir jetzt mal nicht so zum Thema machen. Da war es dann auch so, dass ich so genervt war von dieser Veränderung, also um es mal ganz ehrlich zu sagen, ich bin damals in der ersten, also der Hund hat sich ehrlich gesagt bei mir in der ersten Nacht verschissen. Weil es war nachts, ich musste dringend aufs Klo und du sag mal, du kleiner Rabauke, entschuldigt. Ich musste auf jeden Fall, das ist der Moment, in dem man sich geliebt und geehrt fühlt, in jedem Augenblick und dann gar nicht. Ich musste aufs Klo und dann mitten in der Nacht hat dieser Hund nicht mal eine Individualdistanz akzeptiert und ist einfach in diese Toilette gekommen und hat mir zwischen den Beinen rumgeschnuppert. Ich hatte kein Höschen an, ich hatte nichts an und in dem Moment hat sich der Hund mit mir verschissen. Und dann war ich so genervt von diesen ganzen Veränderungen, weil es war plötzlich lauter, da war jemand Neues. Ich musste mich an ihm vorbeiquetschen, weil ich gesagt habe, zum Hasen darf er sicher nicht, dass der sich erschrickt. Mit meinem anderen Hasen hat er sich komischerweise sehr gut verstanden, weil damals hatte ich nur zwei Hasen zur selben Zeit. Ja. Und der eine, der war im Hausgang und der andere in meinem Zimmer. Und der im Hausgang und er, die haben sich super verstanden. Ja. Und mit Leo, schätze ich, würde er sich auch verstehen, weil die haben sich schon gesehen und dann war ein intensiver Blickkontakt. Es herrschte ein intensiver, ich bin hier gerade und ich weiß, dass du auch da bist, Blickkontakt. Aber für mich ist immer das Ding, ja. Damals beim Hund war es ja dann so, dass mein Vater gesagt hat, den können wir nicht wieder zurückgeben, weil er ihn gern behalten möchte. Und dann ist bei mir, und damals, als meine Schwester dann ausgezogen ist, war sie die Veränderung ausgelöst hat.
Und auch mein Bruder hat schon mal eine Veränderung ausgelöst. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, aber auch er hat es schon getan. Und eine Sache haben alle diese Geschichten gemeinsam, nämlich die, wie ich darauf reagiert habe. Und zwar, ich bin dann der Person, die die Veränderung ausgelöst hat. Ich will sie nicht sehen. Ich will sie nicht sehen, ich will am liebsten sie nicht hören. Ich quatsche mit meiner Mutter dann stundenlang, wirklich stundenlang drüber, wie furchtbar das alles ist und wie schrecklich ich das finde. Und ich will es dann in 1000 Einzelteile zerlegt haben. Ich will dann unbedingt, dass... So, neuer Versuch. Dass ich das geklärt bekomme für mich. Ich will dann wissen, was das bedeutet, was die Veränderung heißt. Jo, okay, Schlecken ist schön. Was dann sich dann... Es ist kein Déjà-vu, das ist schon das zweite Mal passiert. Ich habe es nicht nochmal reingeschnitten. Es ist ein zweites Mal passiert. Ich muss es dann mit meiner Mutter in 1000 Einzelteile zerlegen und analysieren und jeden Schritt und überhaupt und damit überlegen, wie soll ich damit umgehen, selbst dann, wenn die Sachen noch gar nicht passiert sind oder wenn sie noch gar nicht irgendwie aktuell sind oder wenn es nur so eine hypothetisch könnte es passieren Sache ist. Dann muss ich das einfach so lange besprechen, so lange auseinanderglauben, bis es gefühlt bloß noch Mini-Partikel übrig sind, um damit für mich umgehen zu können. Und ich weiß dann meistens in der Situation komme ich mir natürlich überhaupt nicht ego vor. Ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl, dass ich dann irgendwie überreagiere, sondern ich finde dann einfach bloß die Person, die die Veränderung in meiner Welt, das ist schon mal die egoistische Einstellung, in meiner Welt eine Veränderung hervorgerufen hat, die ich nicht wollte, die ich nicht beeinflussen konnte, ist der furchtbar schlimmste, mieseste Typ aller Welt, aller Zeiten. Schlimmer als Voldemort. Mhm. Und schlimmer als Sauron in der Herr der Ringe. Mhm. Und am liebsten will ich dann einfach mit dieser Person nichts mehr erstmal zu tun haben, um mich zu schützen davor, dass diese Veränderung ja passieren könnte. Oder dass diese Veränderung, ja, dass da diese Veränderung dann da ist. Und die Krux an der Sache für mich persönlich ist ja, als ich Leo geholt habe, war das eine extrem große Veränderung, weil ich 8 Jahre lang immer denselben Hasen hatte. Und dann plötzlich habe ich dieses kleine schwarze Ding in meinem Zimmer sitzen gehabt und ich muss zugeben, ich hatte wirklich Momente, wo ich gedacht habe, jetzt schieße ich ihn am liebsten auf den Mond, wenn er nachts geschaut hat und so. Und ich wusste genau, dass ich der Auslöser dieser Veränderung bin und ich wollte am liebsten mit mir selber nicht mehr reden. Und dann ist mir das erste Mal aufgefallen, dass ich zu diesem Verhalten neige. Davor habe ich das noch nie so wirklich bemerkt. Ich habe das halt immer gemacht, habe es aber dann eben für mich nicht bemerkt. Und dann irgendwann fange ich dann wieder an, mit der anderen Person zu reden, als ob alles ganz normal und wie immer ist. Aber davor gehe ich der Person schon tendenziell aus dem Weg. War jetzt böse. Ich hab's auf Kamera, hoffe ich. Ja, und ich weiß nicht, was ich daran ändern kann, für mich persönlich, oder was ich daran ändern sollte, aber was ich vielleicht mir vorstellen könnte, was vielleicht ein guter erster Schritt ist, ist es nicht mit meinem Mann zu besprechen, wo meine Problematik liegt, sondern mit der Person, die es auch wirklich betrifft. Was? Übernicht. Oh, okay, dann lassen wir das mit dem Tipp, den ziehe ich zurück. Zurückgezogen, diesen Tipp nicht beachten, den Tipp von vor gerade eben nicht beachten. Ja, nicht mit der Person besprechen. Na gut, dann kann ich nichts anderes machen, als weiterhin mich immer zurückzuziehen und der anderen Person vielleicht gelegentlich eine E-Mail schreiben. Hallo, ich lebe noch. Das könnte vielleicht schon helfen. Und ja, dann mache ich das jetzt so. Ja, mehr kann ich euch da jetzt nicht raten. Es ist mir heute einfach nur so mal durch den Kopf gegangen und dann wollte ich das jetzt mit euch bereden und euch erzählen, aber ich habe euch da weder einen Tipp noch sonst irgendwas, aber ich habe eine Frage. Kennt ihr das? Habt ihr das auch schon mal gehabt oder neigt ihr auch dazu, dann die Person mehr oder weniger aus eurer Welt rauszuklammern, damit sie die Welt nicht verändern kann, damit eure Welt weiterhin heile bleibt oder stabil oder stagnierend, so wie es eben ist. Aber das Ding ist eben, das weiß ich von Lebenserfahrung oder wie auch immer, im Grunde kann die Welt nie bleiben, wie sie ist, weil selbst wenn du alle
alles ausschließt und alle Leute ausklammerst, veränderst du dich ja auch jeden Tag irgendwie. Ich bin heute nicht mehr dieselbe Person, wie ich gestern war. Und wenn man das bedenkt, dann kann man die Welt, verändert sich die Welt in einem endlosen Kreislauf. Und dann muss man einfach irgendwie damit umgehen. War es jetzt zu tief schürfend oder viel zu viel geleitet? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Mittwoch. Wir sehen uns dann übrigens nächsten Freitag wieder. Ihr könnt mir mal gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.ritme@outlook.com. Ja, ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit. Ich werde jetzt nochmal versuchen, meinen Hasen zu fangen und hoffen, dass er dieses Mal nicht wieder mir aus dem Arm springt. War nicht charmant, Leo. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis bald. Ciao.